So, willkommen zurück. Da bin ich wieder und jetzt sind wir soweit, dass wir schon in dem Bereich sind, wo wir regelmäßig nachbauen müssen, damit es nicht ins Stocken kommt. Hier haben wir unser Relikt, was wir möchten. Und das leveln wir erstmal auf 50 Sekunden hoch. Sehr schön. Und dann nehmen wir es erstmal noch nicht rein, weil die 4%ige Bosschance jetzt im Augenblick erstmal doch noch wichtiger ist. Weil wir können ja bestimmt noch bis 700 durcheilen. Brauchen halt nur Glück und ein paar silberne Schatztruhen. Dann geht das ganz fluffig voran. Und jetzt würde ich ja auch noch mit Klicken nicht schneller sein, weil da braucht er ja mindestens so 3-4 Klicks, bis man da so einen Gegner down hat. Und von daher geht es so noch schneller voran. Und man sieht ja schon richtig, das war vorher nicht so schnell, bevor ich hier nicht die 154 Millionen auf der hohen Kante habe. So, wieder mal 4-Multiplikator aktiviert. Mal gucken, ob wir es noch bis 75 schaffen. Da müsste jetzt dann aber wirklich eine silberne Kiste kommen. Ach. Oh, will nicht. Aber ich denke mal, bis 720 oder so läuft das auf jeden Fall noch in dem Tempo. Oh, zwei Rubine, sehr nice. So. Oh, richtig Glück jetzt hier mit den Fischis. Oh, noch eine Kiste, dann könnten wir die 75 erreicht haben. Da, jetzt haben wir es. Und dann geht es nochmal 4-5 Level in dem Tempo weiter. Und hier haben wir die silberne Kiste. Oh, reicht nicht ganz. Ja, jetzt wäre auch der Zeitpunkt, wo so kleine 5 Minuten Goldquests gar nicht mal so schlecht wären. Da könnten wir dann auch noch eine Weile rausholen hier, dass man halt den Schaden mit erhöht. Oh, noch eine silberne. Das war sehr schön. Oh, okay, jetzt ist es nicht mehr ganz so viel, was es bringt. Ich glaube, das war es jetzt hier auch langsam. Noch mal kurz gucken, ja, der braucht noch 2,5 Minuten. Vielleicht gibt es dann ja da was, was man noch braucht. Oh, es könnten vielleicht noch ein, zwei Kisten kommen, bevor ich jetzt hier die ersten Skills zünden muss. Habe ich schon so lange nicht erwartet. Ich hoffe, ich kriege das noch hin mit den ganzen Skills. Der letzte Deep Run ist schon. Ja, der war letztes Jahr. Schon eine ganze Weile her. Dann wechsle ich schon mal das Relikt. Welches nehmen wir denn dafür raus? 15%. Hier haben wir noch Critical Click Damage drauf. Ja, Metalldetektor plus 3 Sekunden ist auch nicht schlecht für einen Deep Run. Jetzt haben wir auch hier Click Damage. Also wäre jetzt, muss ich bloß aufpassen, dass ich nicht aus Versehen auf Salvagen klicke. Ja, ich glaube, das hier wäre erstmal das Beste. So. Genau, gucken wir mal, jetzt kam es noch was. Oder wechseln wir nochmal kurz zurück, falls jetzt doch noch ein Boss kommt. Ja, haben wir auch nochmal Glück gehabt. Der gibt auch nochmal ein paar Hero Souls. Oder warten wir noch ab hier. Brauchen wir jetzt noch eine normale Kiste. Und dann können wir anfangen mit dem Klicken, Klicken, Klicken. Kommt eine Kiste. Ja, sehr schön. Und jetzt läuft es noch mal ein paar Level. So, haben wir den hier schon? Genau, den warten wir noch ab, bis die 45 Sekunden rum sind, weil das beeinflusst ja auch sich durch die Chance auf Primal Bosse und die 15% mehr Hero Souls, die bringen ja da dann vielleicht auch noch was. Und dann sind wir auch schon fast bei 2,8. Dann haben wir auch gar nicht so viel zu schaffen bis 4-2. Das ist ja so das Ziel, was ich erreichen möchte.
Ja, und der Run dauert jetzt schon eine halbe Stunde. Ihr habt ja vorhin gesehen, da habe ich ja gleich am Start das eingesetzt. Oh hier, der braucht echt schon eine Weile. Reicht das noch, um den auszubauen? Nee, nicht ganz. So, was haben wir hier? 5 Minuten Quest. Ja, die bringen beide nicht viel, aber ich glaube, ein Rubin würde uns noch mehr bringen, wie jetzt 5 oder 7%ige Chance auf irgendeinen Skill. Okay, so. Wir warten noch den 280er ab und dann wechsle ich das Relikt. Es sei denn, wir kriegen bis dahin noch eine Kiste, aber die kriegen wir nicht. So. Einmal klicken können wir. Leider kein Crit, schade. So. Und dann wechseln wir. Tauen mal erstmal nur die beiden rein. Weil jetzt brauchen wir noch nicht die Lucky Strikes, die können wir uns noch ein bisschen aufheben. Ja, Gold gibt es jetzt erstmal natürlich eine Weile nicht. Wir warten jetzt erstmal ein bisschen, bevor wir das erste Mal hier goldene Klicks machen. Dass es sich da auch lohnt. Weil jetzt geht es ja echt durch wie Butter. Ach, ist das schön. Dauert natürlich trotzdem länger. Also wenn wir jetzt eine halbe Stunde gebraucht haben für knappe 1000 Level. Dann brauchen wir jetzt bestimmt eine Stunde mindestens für die nächsten oder anderthalb sogar. Wenn es in dem Tempo weitergehen würde, aber es tut es natürlich nicht. Aber ich denke mal, in dem Video schaffen wir auf jeden Fall auch die 2,8. Und der Multiplikator geht ja auch schön hoch, das ist ja mal das Schöne. Wird natürlich, ich werde nachher einen Cut machen, wenn ich dann schlafen gehe, dann wird er wieder runterfallen. Weil leider, selbst wenn man den Laptop nur zuklappt, tut sich nichts, der farmt nicht weiter, ich kriege kein Gold, nichts. Aber die ganzen Skills, die aktiviert werden, laufen aus und der Combo-Bonus verfällt auch. Könnt ihr einfach mal gucken, was hier in der Gilde los ist. Ja, hier wird nicht einer angegriffen, weil wir den jetzt erst wieder zurückfallen lassen. Ist auch nicht so viel los, was hier geschrieben wird. Ja, und den möchte ich, also am liebsten wäre mehr, wenn ich wenigstens so ein Levelchen vor ihm wäre. Das wäre ja schon toll. So, ja. Also hier bei dem würde ich jetzt gerne mal eine Goldquest sehen, ob die mir was bringen würde. Wenn da jetzt noch eine kommt. Oh. Okay, jetzt dauert es langsam schon ein bisschen. Ah, jetzt sind auch die Power Searches. Also, dann zünden wir bei der nächsten Runde dann gleich mal die Lucky Strikes mit. Und da mache ich dann auch gleich mal ein Reload, ne, oder? Ne, das hebe ich mir noch auf für in 7 Minuten, dann kann ich das noch dann zusammen mit den Superklicks dann machen. So, und jetzt darf ich auch mal selber klicken. Schon lange nicht mehr gemacht. Und jetzt 1, 2, 3. Und läuft. Ein Crit und sie fallen. Sehr schön. Wieder Schaden mal 4. Das bringt jetzt richtig was. So, ich mache 95 Schaden. Wie viel Leben haben die? 92. Oh. Die Crits hauen die auf jeden Fall immer noch weg. Da bräuchte man jetzt nicht mal Superklicks oder Power Search. Da reicht einfach nur ein kritischer Treffer und bam, sind die weg. So, zeigt er uns jetzt hier eigentlich an. Kritik-Klick-Chance sind 9%. Ja, die Mausklicks per Second, das schaffe ich auf jeden Fall nicht mehr. Das war wirklich, da haben die Finger geblutet. Weil ich spiele ja ohne Autoklicker oder sowas. Jo, der Multiplikator. Ah! Hehehehe. So, da können wir jetzt ja hier mal skillen. Gucken, wie der Schaden da hochgeht. Aber das muss ich natürlich schneller machen. Wie der hier sowieso schon durchs Klicken hochgeht. Oh. Na, hier hält er sich fast konstant. Mal erstmal auf 21. Irgendwie kommt man auch 1000 rein skillen. 200. Ja, wir machen das in 100er Schritten, weil wir sind beschäftigt. Wir haben ja noch ein paar
übrig. Oh, 23 schaffen wir auf jeden Fall hier. Oh, vielleicht auch nicht. Ja, und da verließen sie einen. Da. Ja. Genau, die fette Hummel, die können wir jetzt ja auch wieder nehmen. Super Klicks, sehr schön. Nehmen wir gerne mit. Am liebsten ist mir da immer jetzt noch so ein Dark Ritual. Da können wir dann wirklich schön Schaden mitmachen. Oh, ein bisschen geht's noch unter. Vielleicht sollte ich dann auch, wenn gleich die Super Klicks alle sind, auch einfach mal schon ein bisschen Gold suchen. Also hier mit den Golden Clicks. Das dauert ja echt ewig hier, bis der mal krittet. Bei der nächsten Truhe klicke ich da drauf. Was ist das? 1, 2, 4, 5. Weil das geht ja jetzt echt schon sehr, sehr zäh. Brauche wirklich mal ein bisschen Gold. Na, ah, die war zu schnell tot. Aber ein paar Klicks hat es, glaube ich, gemacht. Oh, jetzt müsste wäre schön. Na doch, das geht schon. Also ein paar Klicks auf die Truhe hat man, glaube ich, drauf. Genau, hier. Ah, die fällt auch wie nix. Das hat sich aber richtig gelohnt jetzt an Gold. So, den Bomber Max habe ich noch nie ausgebaut. Da würde ich mich mal wirklich dafür interessieren, was der denn so für. Also, okay, genau so muss es laufen. Jetzt ist es wieder richtig schön. Oh, ah, fehlt noch ein bisschen. Rechts jetzt für 500. Das stimmt, der 2000er Bonus ist ja auch immer richtig fett. Und wieder mal 4. Das zieht uns jetzt so bis Power Surge vorbei. Jetzt geht es gleich so weiter. Und mal gucken. Oh ja, sehr schön, sehr schön. Gold. Und nochmal richtig schön. Ohne Crit fallen die Truhen nicht so schnell mehr. Aber die haben ja auch. Wo sind sie? Haben wir die Truhen hier? 300. Das heißt, die haben 300.000 mal mehr Leben wie ein normaler Gegner. Also von daher können die da schon ein bisschen überleben. Ja, mit dem Umgilden werde ich auch erstmal warten, bis ich ja alle gesehen habe, weil das ist ja, glaube ich, nicht so ein großer Unterschied, weil ich da auch irgendwas gehört habe, dass vielleicht doch irgendwelche Helden den Schaden von bestimmten Helden nur erhöhen. Von daher mal gucken. So, also Gold sammeln brauche ich jetzt auf jeden Fall nicht. Ah, hier, die müsste fertig sein, genau. So, also normalerweise würde ich jetzt die hier nehmen. So, Gold gibt 20 hoch 10. Das würde sich noch lohnen sogar. Ja, dann lassen wir mal nach Gold suchen. 30 Minuten sind wir heute auf jeden Fall noch wach. Da können wir das denn noch mitnehmen. Das ist ja richtig schön. Gucken, was kostet es denn, wenn ich 100 ausbauen will? Na, 20 hoch 11. Also da schaffe ich es dann auf jeden Fall auch nochmal schön voran. Und in 30 Minuten können wir nochmal hier. Dark Ritual, da zünden wir gleich nochmal Lucky Strikes mit Superklicks und davor auch nochmal die goldenen Klicks. Also da geht es nochmal richtig schön voran. Denn. Also bis jetzt bringen die Mercenaries doch ein bisschen was hier. Ich positiv beeindruckt. Noch ein Rubin. Ja, mein Notfallplan ist ja auch mal. Wenn ich alle Mercenaries auf Missionen geschickt habe, die länger sind wie 8 Stunden, dass ich dann mal dieses Timelapse mache, dann habe ich da vielleicht auch ein bisschen was von. Und es gibt natürlich auch gut Gold. Okay. So langsam kommt auch wieder so Gold rein. Wir haben auch wieder schon bei 930.
Oh, jetzt geht's schon wieder langsam und das trotz Power Search. Gleich nur noch mal halb so lang. Also ich kann ja auch mal mitklicken. Dann geht's vielleicht schneller. Oh, eine silberne Truhe. Kann man sage und schreibe zweimal ausbauen. Also brauche ich noch zwei silberne Truhen. Aber ich freue mich ja schon darauf, wenn hier endlich mal die Mercenaries zurückkommen. Das sind, ist ja jetzt noch ein guter Tag, aber ich schlafe gleich 8 bis 10 Stunden. Wenn ich dann vielleicht noch ein, zwei Mal Timelapse einsetze, dann sind die da. So, komm mal, meine silberne Schale. Ich glaube, bis 3000 schaffe ich auf jeden Fall heute noch. Aber dann fängt es ja auch erst an, schwer zu werden. Und auch nicht mal 3000 Klicks gemacht. So, und jetzt können wir gleich einfach mal das ganze, die ganze Tastatur lang rutschen. Von 1 bis 9. Und dann ist alles wieder da. Und jetzt mal kritische Treffer sind immer noch. Hauen die immer noch mit einmal weg, das ist gut. Ah, stimmt, wir haben jetzt auch die Superklicks drin, also ohne Superklicks. Na okay, werden sie vielleicht auch noch mit einmal weg. Aber gleich machen sie ja eh viermal so viel Schaden. Und jetzt kommt auch wirklich regelmäßig wieder Gold rein. Jede Truhe, also auch nicht Silber, lohnt sich schon richtig, die aufzusammeln. Jetzt kann man schon wieder einen weiter ausbauen. Jetzt mal gucken, was kosten die. Ne, ist mir noch zu teuer. Also den jetzt hier 100 mal auszubauen. Dafür kann ich den hier auch zweimal dann ausbauen. Das, da würde ich noch Schaden verlieren. Oder was macht der? Ah, der ist ja nicht hier gegildet, also von daher bringt der überhaupt nichts. Noch eine Truhe, dann kriegen wir vielleicht wieder die 75 voll. Komm, komm, komm. Ja, also warum warte ich auf die 75? Weil hier ab 75 der dann mal 4 hoch geht, der Schaden. Und sehr schön. Oh, geht sogar gleich noch zweimal. Da muss eine silberne Truhe dazwischen gewesen sein. So schnell jetzt gar nicht gesehen. Jetzt gucken, wie, der ist jetzt schon bis 12. Ja, das wird richtig viel Gold, wenn das mal fällt. Dann nochmal einen richtigen schönen Damage-Schub. So, jetzt kann ich den hier mal 100 mal ausbauen. Und bringt nichts an Schaden. So, was hat er hier? Na, 100% für sich selber, nochmal für sich selber. 250% für sich selber. Oh, Gold. 50% mehr Gold. Das ist richtig cool. Das ist ein Bonus, der bringt auch was jetzt für alle anderen Helden. Also wir können nochmal bei denen hier durchgucken. Aber ich glaube eigentlich, die haben nichts gebracht hier. Also im Endeffekt macht der hier unten. Oh, muss ich mal weiterklicken. Ah ne, muss ich eigentlich nicht mehr. Früher ist ja immer nach 10 Sekunden aufgehört, aber jetzt läuft es ja weiter. Und dann machen wir nochmal hier. Mit Superklicks. Superklicks. So, der hier macht 100, 200, 300, 450. 100, 200, 450. Also die machen beide gleich viel Schadensmultiplikator. Aber der hat noch 50% mehr Gold. So, und was hat der? 150. Okay, macht nur Schaden auf sich. Und obwohl ich bei denen ja eher denken würde, der hätte Gold. Also die Münzen, okay, die kennt man schon. Die ist ja schon alt. Die bringt auch nichts. Also nicht mehr. Aber bis jetzt würde es sich auch lohnen, in denen reinzugilden. So, Kritz 206. Oh, okay, sind immer noch weit drüber. Und wir haben schon die 3000er geknackt. So, in 9 Minuten gibt es gut Gold. Ah, ich sollte mir vielleicht noch ein paar Hero Souls sparen zum Umgilden. Nicht, dass mir die nachher fehlen. Das kann ja dann doch schon, wenn ich dann vielleicht hier gleich auf GOG.
Da brauche ich noch ein bisschen mehr Gold, glaube ich. Der wird ja eigentlich auch, glaube ich, erst sinnvoll. Also normalerweise lohnt sich es am erst umzugilden, wenn man den dann auch auf 1000 gleich hochziehen kann. Ja, schön mal 4. Okay. Könnte auch noch beim Krypto. Die schöne dramatische Musik. So, hier machen wir auch mal kurz einen Cut.